ich werde ab heute mein ganzes Trading-Leben führen. Was das bedeutet ist, ich werde meine Losses filmen, ich werde meine Profits filmen, ich werde alles filmen. Wie es gerade um meinen FTMO-Account steht, wie es weiter dann in der Zukunft steht, alles. Wie ich erfolgreich werde oder vielleicht wie ich auch erstmal nicht erfolgreich werde. Komplette Journey werde ich euch mitnehmen. Und jetzt seht ihr Woche 1. Wo ist jetzt der erste Tag, also Montag in Woche 1? Dann ist gerade 19 Uhr. Ich habe bis jetzt noch keine Position offen, aber ich sehe hier was. Und zwar habe ich hier, auf jeden Fall habe ich jetzt hier mein Buy-Limit gesetzt. Und dann halt hier von der FIP Take Profit genommen. Und wie ihr hier noch sehen könnt, Eurocad, und da ist es so gesehen das gleiche Prinzip, nur in einem größeren Timeframe, also hier im 4-Stunden-Chart. Das heißt, da wird es noch länger dauern, bis ich hier in mein Trade reinkomme. Ich mache jetzt Sport, also ich gucke jetzt für mindestens eine Stunde da gar nicht mehr drauf. Ob die Order jetzt eingeht oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Kann natürlich jetzt auch sein, dass sie gar nicht gehittet wird und dann einfach so schon hochschießt, dann ist es irgendwann halt einfach nicht mehr gültig, diese Order, aber wir werden sehen. Ich wollte jetzt nochmal zeigen, was jetzt hier wirklich mein Start ist. Und zwar seht ihr hier diesen scheiß Graphen. Ja, das tut weh, das zu sehen, aber so ist das halt, wenn man nicht richtig tradet. Auf jeden Fall, hier seht ihr, das ist mein FTMO-Account. Und hier seht ihr 9062. Und wenn wir jetzt hier auf FTMO gehen, ist auch 9062. Das ist jetzt unser Start. Mal sehen, wie lange wir brauchen, um das jetzt wieder hochzukriegen auf Break-Even und dann Profit zu machen. Bin ich nicht reingekommen. Also wir hatten ja hier ungefähr dann hier so unser Sell, unser Buy-Limit gesetzt. Aber es ist nie hier reingegangen und jetzt halt hochgegangen. Und dann bin ich noch einmal durchgegangen und habe bei Gold 1 gesetzt. Habe hier mein Sell-Limit gesetzt auf die Area, damit ich hier ein schönes 3 zu 1 habe. Wir sind nur ein paar Pips entfernt gewesen von Entry und dann hätte ich hier Dick Profit gemacht. Aber es zeigt einfach nur, dass die grundlegende Strategy funktioniert. Wo ich jetzt noch meinen aktiven Sell Limit drauf habe, ist hier. Also grundlegend ganz einfach erklärt, ich mache dazu später nochmal ein großes Video. Hier, es gibt einen riesen Impuls, alles gleiche Farbe, hier in dem Fall rot. Und dann gibt es hier jetzt zwei auch gleichfarbige Kerzen, die halt eine Korrektur bilden. Und dann holt man seinen Fibonacci raus, packt den hier hin, auf halt das höchste Hoch der Korrektur und auf das niedrigste, geht dann runter. Also das ist alles im Stundenchart. Eigentlich benutze ich die mehr im Swing Trading, aber ich teste sie jetzt auch im Stunden- und 15-Minuten-Chart, um sie zu Daytraden. Dann wartet man halt darauf, dass es entweder aus der 61.8 rausbricht oder aus so einer Area, wo es halt die ganze Zeit so ein bisschen gependelt hat. Eins von beiden, ich mag so gesehen das so ein bisschen zu kombinieren. Dann packt man halt hier wieder hin, Stop Loss dahin, Take Profit dahin und dann sein Entry so, dass man auf einen Risk to Reward von 3 kommt. Das ist nicht immer hier 61.8, bei der Swing Trading Strategie ist es oftmals einfach genau hier und dann Stop Loss hier. Bei der Day Trading Strategie ist das ein bisschen anders. Ja, und bei denen können wir jetzt zeigen, ist es so gesehen das gleiche. Hier haben wir den Impuls. Hier warte ich eben noch auf eine zweite rote Kerze mindestens und dann, dass es hochgeht. Und hier auf eine zweite grüne und hier erstmal generell auf ein paar grüne. Gold leider nicht genommen, sonst wäre das echt Big Profit. Das heißt, heute kein Trade genommen. Ganzen Montag lang kein Trade genommen. Was ich eigentlich auch gut finde, weil Montag ist immer so der Tag, wo alles sich ein bisschen einfindet. Vielleicht nehme ich noch, also vielleicht wird hier noch das Signal getriggert. Wir sind jetzt hier im ersten Trade drin. Unsere Sell Limit Order wurde gehittet. Und ja, mal sehen, wie es ausspielt. Des Weiteren habe ich hier mal den ganzen Markt nochmal angeguckt und habe hier noch drei weitere Swing Trades gefunden. Und zwar einmal den hier. Das ist USD CAD. Das ging die ganze Zeit runter. Und Broke ist durch diese Area wieder gebrochen und retestet sie gerade. Deswegen warte ich hier so im Stundenchart auf eine schöne rote Kerze. Vielleicht sogar auch auf einen 4-Stunden-Chart. Bei Orche, so gesehen das gleiche, wir haben jetzt hier eine Area, wo es langsam retestet. Hier ist groß, dann Lower High und hier
die ganze Sache halt. Hier würde ich jetzt nochmal warten, dass es hier so ein bisschen drunter geht und halt wirklich sagt, komm, wir gehen jetzt komplett runter. Ich habe mich jetzt doch entschlossen, die zwei Trades, die ich hier markiert habe, im Endeffekt gleich doch nicht zu nehmen, da ich dann so gesehen wieder eine andere Strategie anwenden würde. Und das ist bei mir so ein Punkt, ich versuche so viel wie möglich zu traden. Das heißt, oh, da ist die Strategie, da ist die Strategie. Und dann funktioniert es am Ende doch nicht. Und deswegen glaube ich, nehme ich diese Trades einfach nicht. Vielleicht könnten sie was, vielleicht würden sie was bringen, aber ich will einfach bei meiner Strategie bleiben, was halt mit diesem Fibonacci ist. Swing Trade oder halt Day Trade, ist ja egal. Weil warum noch mehr traden? Diese Strategie verwenden und das reicht dann. Deswegen habe ich die jetzt, diese Orders jetzt deleted und unser Intraday Trade läuft auch gut. Wir sind jetzt gerade ab 5 Euro. Das ist jetzt so gesehen schon die Hälfte. Also wir sind, es läuft so gesehen sehr, sehr gut nach Plan. Wir sind da schon reingestiegen, als es hier die 61.8 erreicht hat und jetzt crasht es halt nach unten. Was ich halt die ganze Zeit jetzt schon am Überlegen bin, ist, ob ich jetzt mein Stop-Loss auf Break-Even setze. Aber ich glaube erstmal nicht. Vielleicht mache ich das, wenn der Trade noch nicht, bis ich schlafen gehe, geschlossen ist. Aber da es erst 21.24 ist, denke ich mal, ist es erstmal chillig. So, jetzt nochmal mein letztes Update für heute. Dadurch, dass jetzt hier der Trade über diese Line gegangen ist, habe ich mein Stop-Loss zu Break-Even gemacht, wodurch ich grundlegend den Trade risk-free habe. Also ich riskiere nichts mehr, um hier diese 11 Euro zu machen. Und ich habe noch einen weiteren Entry gefunden, und zwar hier. Und hier ist es genau dasselbe. Wir gehen in den Stundenchart. Und hier geht es runter. Dann ein schöner Pull nach oben. Wir gehen runter und gucken, bis es hier durch diese 61.8 geht oder generell durch hier diese ganze Struktur. Dann setzen wir unser Sell Limit auf die Area. Habe ich gemacht und es ging halt sofort rein. Und jetzt lassen wir den halt laufen. Und der geht halt dann auch wieder hier. Stop Loss ist hier drüber. Ich könnte den Range auch hier drüber machen, aber ich habe ihn jetzt lieber so ein bisschen enger, damit ich auf jeden Fall den Entry hatte. Nicht so wie bei Gold und was noch, USD Chef. Deswegen habe ich ihn jetzt mal ein bisschen enger gemacht, damit ich trotzdem das Risk to Reward habe. Und Stop Loss ist halt, Take Profit ist hier unten halt die minus 27% von Fibonacci. Mir ist gerade ein Fehler in meinem Trading Plan aufgefallen. Und zwar wollte ich ja eigentlich immer warten, bis im Stundenchart beide Korrektur-Candles grün sind, also mindestens, dass es zwei gibt. Es gibt aber jetzt halt eine geschlossen und die zweite schließt gleich. Wodurch ich aber rein theoretisch noch nicht reingehen hätte müssen. Ich glaube, das wird jetzt nicht viel ändern an dem reinen Trade. Deswegen bleibe ich auch drinnen. Aber das wollte ich einfach dazu gesagt haben, dass er eigentlich nicht komplett nach Plan ist, weil ich eigentlich hätte warten müssen, bis diese Candle geschlossen ist. Also hier sieht man, Catshift hat jetzt mein Break-Even erreicht, obwohl es eigentlich noch gar nicht so weit ist. Ich weiß nicht, was wegen den Spreads irgendwie los war. Ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Eigentlich war hier so mein Out und es ist noch ein bisschen hin bis dahin. Aber naja, so ist es halt. Ich habe jetzt eigentlich nochmal gewartet, bis der Markt sich resettet und dann sehe ich halt einfach das. Und ich wurde halt einfach ausgewickt, so, als der Markt wieder geöffnet hat oder sich halt neu resettet hat. Und ich glaube, ich muss das vermeiden, bis dahin die Trades zu halten, weil jetzt geht's runter. Na, toll. Es ist jetzt Dienstag, also der zweite Tag der Woche, obviously. Und ich habe jetzt hier schon eine Liste gemacht, wo ich Pairs habe, die ready sind, die nicht ready sind. Also die halt noch ein bisschen brauchen, bis sie ready sind. Das habe ich jetzt unterteilt einmal in Swing Trading und Intraday Trading. Hier ist zum Beispiel schon ein Setup, was ich eigentlich nehme oder genommen habe. Und zwar haben wir hier diesen Impuls im Stundenchart. Hier nach unten. Dann die Korrektur, zwei grüne Kerzen. Und dann gehen wir runter in den 15-Minuten-Chart und warten jetzt darauf, dass hier durchbrochen ist, durch diese Area hier ungefähr, hat es getan und jetzt
kurzem hier unter Entry, dass das muss ich retesten und dann Beträge. Kann ich auch in ein paar Minuten reingehen. Hier endlich auch. Hier noch nicht. Und bei den Paaren muss noch die zweite Stundenkerze erfolgen, damit ich erstmal drauf gucken kann. Und hier ist die Liste für die Swing Trading Pairs, aber die kann ich mir erst morgen oder heute Abend angucken, weil da muss eben die Tageskerze closen, bis man auch endgültig entschieden ist, was dort gemacht werden muss. Ich packe jetzt auch hier mein Sell-Limit schon hin, weil es genau das gleiche jetzt hier ist bei Euro NZD. Hier hätte sich jetzt auch ein Setup ausgebaut. Warte mal. Hier, und zwar ist es nämlich unter der Area. Aber ich hätte gerne einen größeren Close gehabt, also bis hier so. Weil so schnell konnte ich jetzt auch gar nicht reagieren, um hier mein Sell-Limit hinzusetzen. Deswegen, wenn es noch bis hier hingehen würde, dann könnte ich mir vorstellen, hier ein Sell-Limit hinzusetzen. Leider muss ich von den beiden die Limit-Ordern closen, weil es mir einfach zu weit jetzt schon nach unten gegangen ist, ohne hier bei der 61.8 zu retesten. Deswegen close ich die. Aktiv offen wäre dann nur noch die hier, wo es kurz davor ist, mein Sell-Limit zu hitten. Und bei denen warte ich auf den Close drunter. Hier. Und hier. Also ich habe jetzt insgesamt drei Positionen offen. Einmal die, die und die. Da kann man das immer noch sehen. Mal sehen, wie die ausspielen. Und grundlegend ist alles das gleiche Prinzip, wie ich das jetzt hier im Intraday-Trading mache. Ich kann das jetzt mal hier auf die Schnelle nochmal zeigen. Und zwar suchen wir, wie hier, welches nehmen wir denn? Nehmen wir das hier, das ist schön. Hier sehen wir einen sehr, sehr starken Impuls nach unten. Alles gleiche Farbe, perfekt. Dann geht's hoch, Korrektur, auch alles gleiche Farbe, mindestens, es müssen mindestens zwei Kerzen sein. Das ist alles hier im Stundenchart. Mindestens zwei grüne, drei ist auch okay. Dann gehen wir runter in den 15-Minuten-Chart, packen hier unsere Retracement hin. Kann man jetzt hier perfekt machen. Unsere Fibonacci hin. Halt einmal auf den höchsten hoch und dann auf das, wo es gesehen angefangen hat zu starten. Warten, bis es einmal durch diese 61.8 durchbricht, was es hier getan hat. Dann setzen wir unser Sell-Limit dorthin. Man kann es jetzt so machen, man nimmt immer diese Zahl. Manche achten auch auf so Struktur wie zum Beispiel hier. Hier hat es angefangen so ein bisschen zu tänzeln und wusste nicht, wo es hin soll. Das kann man auch nehmen. Ich versuche es immer so ein bisschen zu kombinieren. Wenn ich eine Struktur sehe, die in der Nähe ist von der 61.8, dann nehme ich immer gerne die gerade Zahl, weil das ist einfach systematischer, das kann ich dann viel besser bei allem anwenden. Aber wenn man halt gar nichts sieht, dann gehe ich entweder mit weniger rein oder gar nicht, weil dann ist es nicht 100% das, was wir traden. Weil die Strategie achtet gar nicht so richtig hier auf diese Zahl, sondern eher auf sowas wie hier. Wartet, bis das durchbricht und dann auf den retest. Was es hier dann auch getan hätte. Nur mein Entry wäre dann nicht hier oben, sondern hier unten. Ich wurde jetzt bei beiden Trades ausgestoppt. Ich weiß nicht warum. Also es klingt jetzt so bescheuert, aber eigentlich hätte es so einfach nach Plan gehen müssen, irgendwie hier auch. Aber egal. Der einzige, der jetzt noch drin ist, ist hier der Trade. Wie schon gesagt, es ist ja jetzt Dienstagabend und mir fallen jetzt schon Fehler auf, die ich jetzt einmal sagen will. Zwar sind das zwei Stück. Einmal dieses Overtraden. Einfach viel zu viel. Ich habe irgendwie drei Positionen geöffnet, 10 gesehen. Das ist einfach zu viel. Aber das viel wichtigere ist diese Strategy, die ich da im 15-Minuten-Chart anwende. Die benutzt man eigentlich im Swing Trading Chart. Also Swing Trading im Sinne Daily und 4-Stunden-Chart. Aber wollte ich nicht, weil dann müsste ich immer so ungefähr bis Mittwoch warten, bis ich meine ersten Trades nehme, weil bis dahin muss ich die Setup bilden. Und das war mir zu lange. Was ein bisschen dumm ist, weil lieber sichere Trades nehmen, die Gewinn machen, anstatt Losses taken. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, ich mache kein Intraday-Trading mehr, ich mache nur noch dieses Swing-Trading. Und habe ich jetzt auch schon ein paar Setups, die ich morgen nehmen kann, weil die morgen ist Mittwoch und bis dahin haben die sich eigentlich immer sehr schön
aufgebaut. Ja. Das Ziel für diese Woche ist halt auf ungefähr 100 Euro zu kommen. Das wären jetzt noch 50 Euro Profit. Das wäre so das Beste, was wir sehen können. Mal sehen. Ich habe jetzt hier meinen letzten Intraday-Trade geschlossen. Es ist gerade 23.30 Uhr. Und jetzt gucke ich eben auf diese Setups, die wir im Swing-Trade-Chart genommen haben oder nehmen werden. Hier habe ich schon ein Buy-Limit gepackt. Das kann man hier schon sehen. Da wir haben hier Impuls nach oben. Dann schön zwei rote Kerzen. Was halt die Korrektur ist, gehen runter in 4-Stunden-Chart und es hat ganz vorbildlich, also vorbildlich nicht, denn es ist echt nur Mühe über der 61.8 geclosed, aber es hat drüber geclosed, also können wir unser Buy-Limit auf die Area packen. Wenn wir hier gucken, die bereiten sich halt alle noch vor, die müssen halt noch unter der 61.8 schließen, aber sonst ist halt alles hier auch überall intakt. Aber das ist jetzt, darauf warten wir eben noch, das ist halt da drunter closed oder da drüber. Das ist jetzt hier zum Beispiel der Fall, ja. Wo ich eben noch so ein bisschen unsicher wäre, wären hier die ganzen Paare, die hier zum Schweizer Franken sind, da die generell halt sehr, sehr eigentlich bearish sind, aber in der Strategy müssten wir jetzt bullish gehen, obwohl das ist halt sehr bullish. Deswegen würde ich das wahrscheinlich nehmen. Aber hier müssen wir jetzt auch noch warten. Jetzt Mittwochs Mittag und ich habe jetzt hier JBP NCD als Position drin, Sell Limit. Ein einziges. Kann man hier sehen, drunter gebrochen, wir warten auf den Retest. Die anderen zeigen sich irgendwie alle noch gar nicht. Ja, nee. Die wollen sich alle irgendwie nicht zeigen. Was ich mir aber gedacht habe, ist, ich werde die Swing Trades übernehmen, aber in der Zeit auch, aber auch diese Strategie im Intraday Trading ein bisschen testen, also so für ein, zwei Wochen. Und diese Trades erstmal nicht übernehmen. Einfach damit ich gucke, wie ich da performe. Wenn ich jetzt keine Ahnung in den nächsten 10 Trades 8 richtig habe, dann wäre das schon gut. Aber ich will jetzt nicht irgendeine Strategie testen im Account und dann die ganze Zeit unnötig Geld verlieren. Deswegen will ich erstmal die Strategie dann testen. Aber die einzige Strategie, die ich jetzt in Accounts verwende, ist eben diese, die ich hier eben gezeigt habe. Es ist jetzt 22 Uhr am Mittwoch und ich weiß nicht, was zurzeit los ist, aber seitdem ich anfange zu filmen, läuft einfach gar nichts. Und zwar haben mein EU-Trade und mein JPP-Trade sind beide ins Stop-Loss gegangen, ist halt leider so, aber ich sehe jetzt bei EURUSD nochmal das gleiche Setup, und zwar hier. Die Frage, die ich mir nur stellen werde, ist, setze ich meinen Stop-Loss hier runter, was dann aber auch bedeuten würde, ich müsste meinen TP auf hier setzen, würde es dort runter gehen. Ich werde so setzen, damit ich mein Risiko minimiere. Den Trade werde ich auf jeden Fall jetzt nehmen. Oder einstellen, damit er dann gehittet wird. Weil ich will noch nicht aufgeben. Ich war jetzt nämlich schon wieder am Überlegen, eine andere Strategie zu verwenden. Und zwar Institutional Banking. So, aber ich will noch nicht aufgeben. Und das ist bei mir so schlimm. Innerhalb der Woche wechselt das bei mir so oft. Oder auch innerhalb eines Tages. So, oh mein Gott, das funktioniert nicht. Ich wechsle jetzt wieder auf die Sache, oh mein Gott, das funktioniert nicht. Ich wechsle jetzt wieder ins Intraday-Trading, oh mein Gott, das funktioniert nicht. Und deswegen filme ich das extra, damit ich mich jetzt wirklich an diese Strategie halte, mindestens 2-3 Wochen. Ich habe jetzt schon bei ein paar Trades meine Orders gesetzt, aber hier bin ich jetzt mit Market Execution reingegangen. Und zwar, weil wir hier diesen schönen Impuls haben. Und dann geht es hier so runter. Sieht man ja. Deswegen bin ich auch nur mit wenig reingegangen, weil ein bisschen kritisch ist es, dass es über das hochgegangen ist. Aber halt nicht über das. Deswegen nur mit wenig reingegangen. Und das war eine Market Execution, weil eigentlich wäre ich ab dieser Candle drin. Weil hier ist es rübergegangen drin. Aber weil ich das nicht mitgekriegt habe,
Aber jetzt ist auch an der Areas, dachte ich mir, komm, gebe ich es einen kleinen Try, wenig Risiko. Und ja, da bin ich jetzt drin. Es ist jetzt Donnerstagabend und ich habe jetzt meine letzten Trades am Laufen. Ich werde jetzt für die Woche keine mehr nehmen. Und zwar sind das einmal Neuseeland-Dollar zum japanischen Yen. Kann man hier sehen. Der läuft auch jetzt risk-free. Also ich habe meinen Stop-Loss auf Break-Even gesetzt. Sieht sogar gerade aus, als ob es ein Pullback macht und danach in unseren TP geht. Dann Euro-USD. Hier haben wir jetzt Euro-USD. Oh, kann man hier auch sehen. So, wir sehen das gleiche. Hier bin ich noch erstmals small im Profit. Hatte auch einen großen Pullback, aber sieht so aus, als ob es jetzt rejected und hochgeht. Dann haben wir oben halt ganz perfekt hier oben unseren Take Profit. Dann haben wir US-Dollar zum Schweizer Franken. Und hier ist mir etwas aufgefallen, was ich jetzt direkt mal betonen will. Und zwar hatte ich in den letzten zwei, drei Trades immer die gleiche Strategie angewendet. Und zwar Entries bei der 61,80 Area, wenn es halt den Retest dort macht. Stop-Loss bei minus 27 und, nein, Take-Profit bei minus 27 und Stop-Loss bei der hier 88er Range. Und das trifft eigentlich auch oft zu, aber hier hätte das jetzt bedeutet, wow, dass ich meinen Stop-Loss hier hingesetzt hätte und dann wäre ich ausgerückt worden. Seht ihr das? Und ich habe mir gedacht, nein, ich setze meinen Stop-Loss übers letzte hoch, wie hier, und ich wurde sehr, sehr knapp, aber nicht ausgerückt. So, wichtig. Dann habe ich noch, glaube ich, zwei Positions open, also zwei Orders. Genau, einmal an EURNZD. Da warten wir auf den Pullback hier rein und hier das gleiche. Anstatt dass ich meinen Stop-Loss hier hinsetze, habe ich ihn hier oben hingesetzt. Dadurch verschiebt sich mein Entry eben ein bisschen, nicht mehr auf die 61,80 Line, sondern ein bisschen höher. Ja. Und GBP. Aber hier bin ich noch so ein bisschen misstrauisch, weil es hat halt schon hier diese Range überschritten. Aber mal sehen, den würde ich jetzt noch so im Auge behalten. Das Ding ist, es hat halt ein neues Low created hier, deswegen ist es eigentlich valid. Hier das gleiche, übers letzte hoch. Ja. Wann natürlich nochmal was sein kann, ist morgen. Close. Ich gucke mal, ob ich irgendwelche Positionen manuell close oder ob sie alle vielleicht auch automatisch schließen. Weil ich bin immer so misstrauisch, übers Wochenende zu halten. Ich mache es eigentlich gerne, weil, also persönlich gerne, weil mein Trade hat noch nichts gemacht. So. Nur weil Wochenende ist, heißt ja nicht, dass ich rausgehen muss. Mache ich aber vielleicht, einfach damit ich Wochenende frei habe. Aber ich gucke jetzt einfach mal morgen, ob ich rausgehe. Ich werde das wahrscheinlich so gucken, wo die so stehen, ob die vielleicht schon nah am Take Profit sind. Oder wenn die so in der Mitte sind, dann werde ich sie einfach laufen lassen. Ich habe gerade gesehen, News sind rausgekommen, Fed Chair Powell Speak. Ich habe darauf nicht geachtet und das passiert hier gerade. Es droppt alles. Ich habe mir den Speak nicht angehört, aber ich kann mir vorstellen, was gesagt wurde. Ich hoffe jetzt einfach, weil es hier TP SL noch nicht gehittet. Ich hoffe einfach, durch die Resistance hier geht es wieder hoch. Keine Ahnung. Das ist gerade richtig heftig. Oder auch hier ist es kurz davor, mein Break-Even-Point zu gehen. Jetzt haben wir noch hier, wurde ich komplett rausgesmashed. Keine Ahnung, das ist krass. Und hier bin ich jetzt halt auch drin, wurde mein Sell-Limit aktiviert. Wir haben jetzt hier den Fall bei EURUSD, dass es wirklich perfekt wieder anfängt, jetzt hochzugehen. Das hat den Retest gesucht bei dieser Area, was jetzt hier die 88er Prozent Range wäre. Hier hat es einmal retestet, hier hat es retestet. Gut, hier oben hat es auch retestet, da ist durchgebrochen. Da wo unser Entry ist. Aber jetzt hat es hier auch retestet. Und nur weil ich mein Stop-Loss unter das letzte Low gepackt habe, bin ich noch im Trade drinnen. Hätte ich es wie normal gesetzt auf die 88, boom, ausgestoppt und wahrscheinlich geht es wieder hoch. Schon mal so eine Erkenntnis, dass ich nicht komplett nach System handle, also immer hier drauf setze, sondern wirklich mir den Chart auch angucke. Was logisch ist, obviously, aber weil ich halt in den ersten paar Trades gedacht habe, dass man es komplett nach System nehmen soll und deswegen auch einfach auf die 88%.
100% Rage packen soll. Was mir jetzt auch schon wieder passiert ist, das ist so krass, wie bei mir die Emotionen spielen. Ich sah jetzt hier schon mit dem Minus-Trade bei UFC Chef, den ich gesehen habe, der jetzt halt geclosed ist, weil es komplett hochgeboomt ist, und sah, wie es hier runtergeht und so. Ich dachte, boah, die Strategie ist scheiße. Ich sollte wieder was anderes nehmen und so, weil ich will ja hoch wieder, aber damit muss man echt klarkommen. Damit muss ich echt auch aufhören, deswegen zwinge ich mich jetzt komplett dazu, nur das zu sehen und nur das zu traden. Ich habe jetzt schon gerade vor ein paar Minuten schon angefangen, ein, zwei Trades in andere Watches zu packen mit was anderem, wo man halt Support und Resistance tradet. So. Nein, ich habe mir jetzt ausgesucht, die zu lernen, und der muss sich auch Zeit geben, und es ist so wichtig, dass man nicht die ganze Zeit seine Strategy wechselt, und das ist bei mir mit das Schwierigste, warum ich zurzeit nicht richtig Profit gemacht habe oder generell auch so niedrig gegangen bin, weil ich einfach immer die Strategies gesetzt habe. Ich wollte schon wieder Intraday-Trading machen, damit ich schnell hochgehe. Nein, ich bleibe bei der, die ich jetzt habe. Das ist mein Hauptgoal erstmal. Das ist letzter Tag der Woche, Freitag. Ich bin echt gespannt, wie die Paare jetzt nochmal aussehen werden, ob sich da jetzt viel verändern wird, ob wir irgendwo den Stop-Loss hitten, ob wir irgendwo den Take-Profit hitten. Das wird echt interessant. Sieht aus wie eine Reversal. Hoffentlich geht es jetzt wieder hoch. Es hat hier auch schon mal sowas gemacht. Und hier, du bitte auch. Ich hoffe, du gehst hoch. Du warst so ein guter Trade, weißt du. Du kannst doch jetzt nicht einfach aufhören und dann Break-Even gehen. Euro NCD ist gerade im Loss, aber ist eigentlich alles noch chillig. Und dich nehme ich nicht, weil. Nehme ich den? Ich weiß es nicht. Der sieht so clean aus. Allein auch wegen dem hier so. Es sieht echt clean aus. Ich glaube, ich werde für dich jetzt eine Limit machen. Limit Order. Weil der sieht schon. Hier ist so ein schönes Pattern, so Resistance. Das heißt, hier haben wir gerade geretestet und jetzt suchen wir den Entry. Und der Entry wäre da, wo ich mein Limit hinsetze. Hier so schön, so da, wo das Kuddelmuddel ist, und dann geht's so runter. Es ist jetzt Freitag Nachmittag und hier sogar das Paket angekommen. Smash. Viel mehr Smash ist das hier und darunter der Hoodie. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr schwer, also echt gute Qualität. Hier Marke. Aber das war jetzt das Gute. Trading läuft gar nicht gut. Ich weiß nicht, die ganze Woche sind irgendwie nur Probleme. Ich habe schon wieder richtig fett Minus gemacht. Und ich habe jetzt eigentlich nur noch eine Möglichkeit, und zwar, ich kann mit diesem Geld jetzt nicht mehr Swing traden. Das wären 4 Euro pro Trade und das wäre einfach ein Risikomanagement von. Scheiße, und deswegen mache ich jetzt was anderes, und zwar lerne ich jetzt wirklich Intraday Trading, oder ich kann es ja eigentlich, ich habe es früher gemacht, nur ich wollte davon irgendwie weg, weil es mir irgendwie zu lange. Ich bin dann sehr schnell ins Overtrading gegangen. Das will ich durch eine Regel halt vermeiden, oder dadurch vermeide ich das eben, indem ich so gesehen maximal ein Trade pro Tag nehme, und wenn dieser Loss ist, dann ist halt Loss, wenn er Profit ist, ist er Profit. Ein Trade pro Tag. Und ich will eben anfangen mit, ich kenne alle diese Schachbrett-Theorie, oder dieses Schachbrett, ein Reis, zwei Reis, vier Reis pro Feld verdoppelt sich, so wie ich das auch mache. Gut, bei 64 Feldern wäre es dann 18 Trillionen, und bei 30 Feldern wäre es 1 Million, aber es geht nur darum, dann wäre ich in ein paar Trades oben, und das, wenn ich auch mal Minus mache, wäre das nicht so schlimm, weil ich fange mit einem Euro an, denn anders macht es keinen Sinn. Ich komme sonst anders nicht hoch, außer ich mache jetzt dieses exponentielle Wachstum plus Risikomanagement. Weil ich habe jetzt hier 22 Euro und rein, wenn der jetzt entweder Profit macht, wäre ich bei 35. Wenn der jetzt Minus gemacht hätte, dann wäre ich bei 15 Euro. Also genug Chancen, sag ich mal. Weil beim ersten Trade gehe ich auf roundabout 2 Euro, dann auf 4 Euro, dann auf 8 Euro, dann auf 16 Euro und so weiter und so. Blablabla. Das will ich jetzt für die nächste Woche machen, denn anders komme ich nicht voran. Ich brauche jetzt eigentlich dieses Intraday-Trading. Das war jetzt die erste Woche und die war schon sehr, sehr schlecht. Also ich muss mal gucken, wie zufrieden ich überhaupt mit dem Video bin, weil ich habe einfach mal gefilmt und noch nicht so professionell jedes Mal. Das will ich jetzt nächste Woche ein bisschen verbessern, ein bisschen mehr darauf Acht geben, mal auch so analysieren, warum ich diesen Trade eingehe. Wie gesagt, ein Trade pro Tag. Das sind 5 Trades am Tag,
in der Woche und das war's. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe jetzt echt 3 Stunden überlegt, wie das Ganze jetzt ablaufen soll und bin zum Entschluss gekommen. So dumm, ey. Ich entscheide mich so die ganze Zeit um und ich hasse das so dolle, aber ich muss jetzt einfach das machen, was für mich am sichersten ist oder sich für mich am sichersten anfühlt, und das ist einfach jetzt diese EMC-Strategy, weil ich verstehe sie grundlegend, aber ich werde sie jetzt nicht blind einfach machen, wenn dieses Setup da ist. Ich werde nur ein paar Änderungen vornehmen, und zwar werde ich das jetzt nicht blind verfolgen, sondern ich achte schon auf die Market Structure. Das heißt, wenn der Trend generell hochgeht, werde ich auch nur buyen. Aber was noch viel wichtiger ist, da ich halt wenig Geld habe, aber mit relativ viel Geld da reingehen muss, werde ich maximal einen Trade machen pro halten. Und wenn es dann irgendwann nichts wird, dann ist es halt so. Aber ja, ein Trade. Und wenn der rein theoretisch Break-Even ist, dann raus. Aber ich versuche das trotzdem zu verwinden mit dem Schachbrett. Was halt nicht geht mehr, weil so gesehen bin ich, habe jetzt hier Swing Trades gesehen und da müsste ich jetzt schon mit 4 Euro riskieren, obwohl ich eigentlich erst nur mit 1 Euro riskieren wollen würde. So, geht halt jetzt nicht, würde ich jetzt 4 Euro riskieren, um 12 Euro zu machen. Ist halt gut, aber passt halt nicht in mein Risikomanagement. Trotzdem muss ich es riskieren, aber dann nehme ich halt nur einmal den Trade. Das war's auch schon mit diesem echt chaotischen Video. Das war mit das komischste Video, was ich jemals gemacht habe, weil es sehr, sehr viel einfach ist, was so meine Meinung ist, wie ich jetzt so verändert habe. Aber ich glaube, das wird nächste Woche besser und wir sehen uns dann nächste Woche.